18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem Livestream von uns, von Easy German, auf langsamem Deutsch. Wir sprechen langsam und wir sind jetzt gerade live auf YouTube und auf Facebook. Wenn ihr dieses Video später schaut, gibt es Untertitel, CC könnt ihr klicken. Und jetzt sprechen wir aber langsam. Ihr könnt mit uns schreiben, ihr könnt einen Kommentar oder einen Chat, eine Chatnachricht posten bei YouTube oder bei Facebook. Und wir haben heute ein besonderes Thema, das uns am Herzen liegt. Zwei Themen sogar, nämlich Fahrradfahren und Polen, das Land Polen und die Stadt Warschau. Und aus dieser Stadt begrüße ich jetzt unsere beiden Korrespondenten, Kari und Janusz. Hallo, ihr beiden. Hallo, Manuel. Wir sind hier in Polen, in Warschau genau gesagt. Und wie du sehen kannst, ist es sehr windig. Das ist mal eine ganz neue Perspektive bei Easy German. Ihr beiden sitzt auf dem Fahrrad. Janusz sitzt auf dem Fahrrad, du stehst noch daneben, oder Kari? Richtig. Wir können uns jetzt mal zeigen. Das ist Janusz und hier bin ich. Und wir wo haben... seid ihr? Also Manuel, wir sind auf dem Schlossplatz in Warschau. Hinter Janusz siehst du das Schloss. Da hat früher der polnische König gewohnt. Wow. Wow. Da bist du beeindruckt, ne? Ja, soll ich noch was sagen? Wir sollen losfahren. Oh, ich glaube, Manuels Internet ist weg. Kann das sein? Das ist ja dramatisch. Dann müssen wir jetzt ohne Manuel weitermachen. Janusz, wir müssen ein bisschen Abstand haben. Ich höre mich doppelt. Die Leute wahrscheinlich auch. Wir fahren einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Bist du bereit, Janusz? Ja, ich filme dich von hinten, ja? Nee, film mal lieber dich selbst. Ah, okay. Ja, liebe Leute, unser Plan ist heute, dass wir durch Warschau fahren mit dem Fahrrad. In langsamem Deutsch. Manuel, du bist wieder da. Ich bin zurück. Wir hatten einen technischen Hänger hier mit der Kamera. Ihr seid schon auf dem Fahrrad. Es sieht wunderschön aus. Blauer Himmel über euch mit flockigen Wolken. Und wo fahrt ihr jetzt hin? Ja, zeig mal ein bisschen. Ihr fahrt durch die Innenstadt von Warschau. Richtig. Wir fahren jetzt weg vom Schlossplatz. In den Süden, Richtung Süden. Guck mal, da vorne sieht man wahrscheinlich schlecht. Da siehst du ein Pierogi. Oh, da fährt der Bus. Jetzt muss ich kurz anhalten. Manuel, die Fahrradinfrastruktur ist hier etwas anders als in Berlin. Es gibt entweder sehr gute Fahrradwege oder gar keine Fahrradwege. Ja. Und das ist ein Problem, denn hast du schon mal gehört, dass es gut ist, wenn Fahrräder auf der Straße fahren, weil dann sind sie sichtbar? Ja, das ist manchmal so, dass es besser ist, wenn man statt auf einem kleinen Fahrradweg auf einer großen Straße mit den Autos fährt. Unser lieber Zuhörer Creighton hat aber auch eine wichtige Frage zum Thema Verkehrssicherheit. Wo sind die Cocktailbars? Seid ihr beiden verkehrstüchtig? Dürft ihr und könnt ihr überhaupt Fahrrad fahren? Oder habt ihr heute Alkohol getrunken? Nein, wir sind seit 2 Tagen. Das beantworte ich gerne persönlich, Creighton. Ich habe heute Morgen schon ein Glas Sekt getrunken. Aber jetzt bin ich wieder nüchtern. Sehr gut.
Vorbildlich. Und wo fahrt ihr jetzt gerade hin? Wir sind gerade, einen Moment, ich muss mich jetzt koordinieren. Schau mal, wir sind jetzt genau vor dem Präsidentenpalast. Ja. Das hier ist tatsächlich... Ich weiß gar nicht, auf welches Bild ich gucken soll. Da ist so viel Action gerade bei euch. Also ich schaue jetzt auf deine Kamera. Vielleicht kann Janusz deine Kamera umstellen, dass wir ihn sehen. Dann ist es... Das fände ich auch noch gut. Hier siehst du, Manuel, den Präsidentenpalast. Da oben weht die polnische Flagge. Ja. Und dahinter, das sieht man nicht, hinter dem Reiterdenkmal sieht man die EU-Fahne. Ich mache noch mal eine Schleife, vielleicht sieht man es dann. Ja. Da vorne kommt Janusz. Also, hier, da vorne... Ich stelle mal um. Da siehst du... Oh, jetzt bin ich kurz weg. Die Technik klappt doch nicht so wie gedacht, Manuel. Nee. Siehst du mich noch? Ich bin auch schon wieder hängen geblieben. Was ist denn bei uns los? Ja, wir haben auch eine neue Kamera. Vielleicht ist die auch schuld. Aber ich höre dich und sehe dich. Und Janusz hören wir auch. Janusz ist sehr laut, ne? Vielleicht müssen wir den zwischendurch mal muten. Ich habe ja noch nichts gesagt. Das stimmt. Also hier seht ihr den Präsidentenpalast und wir fahren jetzt mal weiter. Da gibt es drei Fahnen. Die EU-Flagge, die polnische Flagge und die NATO-Flagge. Und da seht ihr Janusz Schamerski. Weiter geht's, Janusz. Wir haben noch einen großen Plan vor uns. Wer hätte gedacht, dass wir beide das stabile Internet haben? Ja. Hier auf dem Fahrrad. Wir fahren weiter durch die Altstadt von Warschau. Da vorne ist die Polizei. Da muss man vorsichtig sein. Janusz, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Oh, ich höre Musik. Da vorne ist ein Straßenmusiker. Da hört ihr das vielleicht. Das hier ist der alte Königsweg, Janusz. Ist das richtig? Hier sind früher die Könige zum Schloss, nur der König ist zum Schloss gezogen. Ja, aber jetzt heißt es Krakowskie Märchen, das heißt Krakauer Vorstadt. Ah, richtig. Weil die Altstadt ist ja hinter uns. Es ist sehr schön hier, Janusz. Ich muss sagen, Warschau hat eine sehr schöne Innenstadt. Ja. Und das gefällt mir sehr gut. Manuel scheint verschwunden zu sein. Ich bin jetzt wieder da. Da bist du ja wieder, Manuel. Es ist richtig Abenteuer. Ja, ich weiß nicht, was das größere Abenteuer ist. Hier unsere Studiotechnik oder euer Fahrrad. Gary, ihr habt hier ja links. Schon angekündigt, ihr macht heute einen Stunt. Ist das richtig? Einen was? Ein Fahrradstunt. Aufs Gesicht. Nein, bitte nicht. Nein, keine Stunts. Keine Stunts, Janusz. Könnt ihr denn Fragen beantworten? Wir haben viele Fragen schon hier in unserem Chat. Könnt ihr Fahrrad fahren und gleichzeitig Fragen beantworten? Sehr gerne. Klar. Oh, ich zeig dir etwas. Dieser Bus, guck mal, wo der hinfährt. Siehst du das? Esperanto. Da steht drauf Esperanto. Ja. Als interessant. Ziel. Esperanto ist ja in Warschau erfunden worden. Ist das so? Ich mache einen kurzen Abstecher zum Kopernikus-Denkmal. Janusz, kommt Kopernikus aus Warschau, ja, ne? Nein, überhaupt aus nicht. Nein? Aus Krakau, in Krakau hat er studiert. Studiert. Okay. Oh, jetzt ist Janusz weg. Was ist denn da los? Janusz, du bist aus dem Livestream rausgeflogen. Das wird sofort aufgeklärt, Manuel. Das werden da wir bin ich machen. Schon wieder. Da ist er. Ich bin wieder da. Also, Kopernikus kommt nicht aus Warschau. Nein.
Viele Leute lachen darüber, dass er hier so einen dicken Denkmal hat. Aber das kommt daher, dass die Polen unheimlich stolz sind, dass sie einen Wissenschaftler, der dieses Ranges haben, aus dem Mittelalter quasi. Allerdings war Kopernikus weder deutsch noch polnisch. Damals gab es diese Begriffe gar nicht so deutlich. Aber naja. Komm, Janusz, wir fahren weiter. Die Deutschen sagen, Kopernikus wäre deutsch und die Polen sagen, der wäre polnisch. Er war beides und gar nichts davon. So, Janusz, so wir müssen langsam reden. Wir fangen mal wir machen mal eine einfachere Frage vielleicht als die Geschichte von Kopernikus. Wie teuer ist Warschau? Möchte Sandeep wissen. Ihr seid ja schon ein paar Wochen da. Wie viel Geld habt ihr ausgegeben? Also Warschau ist günstiger als Berlin. Aber nicht sehr. Aber nicht viel. Also manche Dinge sind günstiger. Zum Beispiel Tramfahren kostet nur 80 Cent. Taxifahren, Uberfahren ist viel günstiger. Bahnfahren ist viel günstiger. Aber Cocktails kosten hier auch 10 Euro in einer guten Cocktailbar. Mhm. Ja. Und guck mal, ist Creighton, das nicht schön? Ja, zeigt erst mal. Das ist wunderschön. Das hier ist jetzt die Nowy Świat. Das ist die neue Welt. Ja. Und die neue Welt heißt so, weil früher war das ja hier außerhalb der Stadt. Und als dann hier die ersten Geschäfte gebaut wurden, hat man gesagt, wow, das ist die neue Welt außerhalb der Stadt. Wunderschön. Creighton möchte wissen, was sind drei Dinge, die euch an Warschau überrascht haben? Ihr scheint sehr entzückt von der Stadt zu sein. Okay, Janusz, du fängst an. Den stärksten Kulturschock hatte ich, als ich in eine polnische Buchhandlung gegangen bin. Ich konnte nicht aufhören, ich kann die Bücher nicht kaufen, auch weil ich sie ja nicht tragen kann. Aber ich habe ganz viele Bilder gemacht und das ist unglaublich, wie interessant Buchläden hier bestückt sind. Ich glaube, sie nehmen sich einfach die schönsten Dinge aus der ganzen Welt, veröffentlichen hier auf Polnisch. Ist echt toll. Buchladen, okay. Wer hätte Buchläden das gedacht? Haben dich überrascht. Janusz, wo bist du überhaupt? Ich bin hinter dir, aber schon, du bist einen Kilometer vor mir, glaube ich. Okay, also mich hat überrascht, dass Warschau sehr vielfältig ist. Die Architektur ist auch sehr unterschiedlich an jeder Ecke. Vielleicht ein bisschen wie in Berlin. Ja. Vielleicht werden wir hier weiterfahren? Ich weiß es nicht. Ich suche schon mal, wo wir gleich hinfahren. Und was mich in Polen immer wieder überrascht, da vorne sieht man es wieder, die viele Polizei, die überall steht. Die Polizei ist deutlich präsenter als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das rein subjektiv. Und fühlt sich das Fahrradfahren auch sicherer an als in Berlin oder gefährlicher? Ja, teilweise muss ich sagen gefährlicher. Ich fahre jetzt mal weiter. Da kommt Janusz. Oh, Janusz wird von einem Bus verfolgt. Es ist so, es gibt riesige Fahrradwege, die zeige ich dir gleich, Manuel. Und auf diesen Fahrradwegen fährt man viel sicherer, weil da ist man teilweise auch abgegrenzt von der Straße. Aber wenn man auf der Straße fährt, habe ich das Gefühl, dass es viel gefährlicher ist, weil die Autos nicht so viel Rücksicht nehmen. Also ich wurde schon ein paar Mal fast umgefahren. Verstehe, aber es ist nicht so viel Verkehr. Es sieht nicht so voll aus im Moment. Ja, obwohl es ja eigentlich Rush-Hour sein müsste, oder? Stimmt, das hat mich überrascht hier in Warschau. Ich habe das Gefühl, die Straßen sind sehr groß. Es gibt viel Platz und wenig Stau. Ja, und was mich auch überrascht, das schreibt auch Unique Chat
BBR, wie sauber Warschau ist. Warschau ist ein Traum. Es sieht wirklich sehr viel sauberer aus als Berlin. Ja, das kann sein. Berlin ist auch eine der dreckigsten Städte der Welt. Okay, jetzt fahre ich zum Beispiel total illegal auf der Busspur. Das ist jetzt der gefährlichste Teil unserer Reise. Wir biegen gleich schnell wieder ab. Ich sehe, dass Janusz hinter mir ist. Ach, guck mal, ist das nicht schön? Wir fahren im Sonnenuntergang auf der Hauptstraße und Manuel ist schon wieder weg. Ja, ich höre euch. Es ist nur die Kamera, die Probleme bereitet, aber ich verfolge eure Reise. Das ist schön. Macht dir das Spaß, zu sehen, wie wir hier durch Warschau fahren? Ja, ich wäre gerne dabei und würde gerne mit euch mit dem Fahrrad durch Warschau düsen. Nächste Woche. Es sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Emanuel Schuchert schreibt epic. Eure Tour durch Warschau ist epic. Ey, Emanuel sitzt gerade im Zug. Der war gestern noch hier. Und seid ihr mal bereit für die erste Challenge? Ich weiß nicht, ob ihr das schaffen könnt jetzt hier mitten im Livestream. Aber Will wünscht sich, dass ihr mit jemandem spricht. Sprecht. Könnt ihr mit jemandem sprechen? Ja, das machen wir gleich. Wir können mal hier rechts fahren, Janusz. Ja. Und dann kannst du mit jemandem sprechen. Irgendjemand? Irgendjemand. Okay. Dann ich rufe mal einfach. Dzień dobry. Przepraszam. Mogę się pani coś zapytać? Dostałem takie zadanie, że mam z kimś porozmawiać w Warszawie, tak? Tylko 3 minuty. Kari? Tak. Okej. Mieszkasz w Warszawie? A skąd jesteś? Z Legionowa. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Okolice Warszawy, za Łęczą. A, i co robisz, studiujesz tutaj? Pracujesz i gdzie pracujesz? My robimy live stream, wiesz? I mamy taki challenge, że mieliśmy z kimś porozmawiać. Dziękuję ci, że nam pomogłaś, tak? Cześć. Das war Polnisch. Sie war super nett. Hier sehen wir jetzt Netflix-Werbung. Und da steht sie schon wieder, die Polizei. Das ist die Stadtpolizei. Und die stehen jeden Tag dort. Und ich bin immer verunsichert, ob wir dahin fahren können oder dürfen oder nicht. Ja. Guck mal, nur hier Fahrradweg. Fahrradweg, baulich getrennt. Und hier Fahrradweg Ende. Kein Fahrradweg. Guck, und jetzt kommt ein Auto, es wird eng. Und jetzt? Ja. Ganz schön gefährlich. Ach, das ist ja nicht gefährlich. Wir können Auto fahren und wir können Fahrrad fahren. Was soll das? Okay. Wir sind hier in keinem Kindergarten. Manuel, haben wir noch eine Frage? Ja. Janek möchte wissen, plant ihr vielleicht ein Treffen mit euren Zuschauern in Warschau? Natürlich planen wir das. Und zwar am Dienstag, 26. März, nächste Woche, treffen wir uns. Manuel, kann man sich noch anmelden? Ich weiß gar nicht, ob das Event schon ausgebucht ist oder ob es noch Plätze gibt, aber ihr findet das so oder so auf unserer Website easygerman.org. Dort gibt es einen Punkt Meetups, easygerman.org/meetups, und dort könnt ihr euch anmelden, wenn es noch Plätze gibt. Das kommt auf die Bar an, in der wir sind, ob da noch Platz ist. Guck mal, Manuel, jetzt sind wir hier wirklich im Zentrum, also wir sind die ganze Zeit im Zentrum, aber hier kommen wir jetzt zum Wahrzeichen von Warschau, der Kulturpalast. Das sieht fantastisch aus. Zeig uns nochmal, genau, bieg mal links ab, das sieht ja unglaublich aus. Wo ist Janusz? Wunderschön. Ah, da ist Janusz.
Ja, da können wir gleich mal anhalten hier mit dieser wunderschöne Skyline von sind Warschau. Sind das eigentlich E-Bikes, Elektrofahrräder? Ihr seid doch sehr schnell unterwegs, oder? Richtig, Manuel. Wir sind ungewöhnlich schnell unterwegs. Das hast du gut beobachtet mit deinen Augen. Wo habt ihr E-Bikes bekommen? Das sind tatsächlich Fahrräder für Kuriere. Also es gibt ein Unternehmen, das Fahrräder für Liefer. Guck mal, der da zum Beispiel, der Volt-Fahrer, ja. der hat das gleiche Fahrrad wie wir. Und habt ihr auch schon jemandem Essen gebracht? Nee, ich habe noch niemandem Essen gebracht. Vielleicht mir selbst. Ich zeige euch nochmal, wie schön das aussieht, wo Janusz gerade herfährt. Guck mal. Oh, wunderschön. Ist das nicht eine Kulisse? Und Janusz filmt jetzt mich. Vitali erklärt uns, wieso überall so viel Polizeipräsenz ist. Heute findet in Warschau Demonstrationen von Landwirten statt, die die Stadt mit Baggern blockieren. Deshalb sind so viele Polizisten unterwegs. Danke für die Info. Ich habe schon gehört, dass es diese Proteste gibt, aber ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe sie sogar schon gehört, aber nie gesehen. Also es gibt Bauernproteste. Manuel, jetzt habe ich ein Quiz für dich. Okay. Hier sehen wir den Kulturpalast. Das ist ein interessantes Wahrzeichen von Warschau, denn es ist ein bisschen, wie sagt man das, Janusz? Es ist sozialrealistisch. Es hat eine vielfältige Geschichte. Es ist von Stalin tatsächlich an die Polen geschenkt worden. Und es war sehr lange verhasst als Symbol der sowjetischen Herrschaft. Auch heute noch ist das vielleicht ein zweifelhaftes Denkmal, aber mittlerweile ist das quasi das Wahrzeichen von Warschau. Du siehst, wie groß das ist, ne? Ja. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, wie viele Räume es gibt. Du musst jetzt raten, wie viele Räume gibt es in diesem riesigen Palast? Wow, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich würde mal schätzen, wie viele Stockwerke könnten das sein? Vielleicht 3600. Vielleicht 30 Stockwerke und pro Stockwerk 10 Räume oder ist das zu wenig? Also ich sag mal 400 Räume. Es sind tatsächlich über 3200 Räume. Wow. Dieses Ding ist riesig. Wir können ja noch mal näher ranfahren. Ja. Aber es ist einfach riesig. Es gibt da drin sogar ein Schwimmbad, ein Kino und 4 Theatersäle. 4. 4. Da bist du auch überrascht. Da bist du ganz schön überrascht, Manuel. Nancy möchte wissen, gibt es weniger Fahrräder in Warschau als in Berlin? Schon, ja. Oder? Viel weniger Fahrräder, ja. Das siehst du auch daran, hier mitten in der Stadt, Fahrradweg leer. Mhm. In Berlin wäre da jetzt ein kleiner Fahrradstau um diese Uhrzeit. Wahrscheinlich, ja. Sollen wir noch mal weiterfahren, Manuel? Was sagst du? Unbedingt. Du wolltest doch noch mal näher an den Palast, an den Kulturpalast. Ich bin jetzt ja schon recht nah dran. Ja. Aber wir können noch mal näher ranfahren. Da vorne steht schon wieder die Polizei. Und wurdet ihr schon von Easy German Fans angesprochen? Möchte Mitsuel wissen. Heute noch nicht. Ja. Aber sonst fast jeden Tag. Tatsächlich. Und Janusz, wo bist du geboren? Möchte Mateusz gerne wissen. Ich bin geboren im Norden von Polen, in Ostruda oder auf Deutsch Osterode. Mhm. Und was mich mal interessieren würde, schreibt mal in den Chat, wie gefällt euch dieses Format? Sollen wir häufiger mit dem Fahrrad durch Städte fahren oder ist das zu wackelig? Das fände ich mal interessant zu hören jetzt. Live Feedback.
Aber das Wetter ist wirklich wunderschön in Warschau. Die ja, ist aber es auch ist sehr kalt. Okay, das erste Feedback ist sehr gut, sehr gerne. Also macht bitte weiter so. Scheint guck mal, ein gutes Format Manuel zu sein, was du dir da ausgedacht hast, Kari. Dieses ja? Hotel, ne? Mhm. Am ersten Abend von unserem Aufenthalt in Warschau, da habe ich Janusz dahin gebracht und wir waren in einer Bar ganz oben mit Blick über ganz Warschau. Wie schön. Da, und hier ist jetzt nochmal ja? ein näherer Blick auf den Kulturpalast. Ja. So. Guck mal, ja, ich habe mein Fahrrad schön abgestellt. Also ich finde es kognitiv sehr schwierig zu verstehen, was auf beiden Bildern gleichzeitig passiert. Es ist ein bisschen chaotisch, aber es ist ein schöner Weg, Warschau ein bisschen kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt noch mehr auf nächste Woche, wenn wir mit dem ganzen Team dort sind und ein Video machen und einen Podcast machen. Ja, ich zeig dir mal was, Manuel, denn hier vorne, siehst du das vielleicht? Ja. Was da oben steht? Das ist zu klein. Warszawa Centralna. Ah, das ist der Hauptbahnhof. Es ist der Bahnhof, ja. Dieses komische UFO ist der Hauptbahnhof und dort, Manuel, wirst du am Montagabend ankommen. Also, liebe Easy German Fans in Warschau, wenn ihr Manuel sehen möchtet, müsst ihr einfach nur Montagabend vor dem Bahnhof warten. Holst Manuel, du mich mit dem Lieferantenfahrrad ab? Oder ich hole dich sehr gerne mit dem Fahrrad ab. Allerdings hast du sehr viel Gepäck dabei. Das kann ich nicht sagen. Das stimmt. Josef möchte noch wissen, wie lange ihr noch in Warschau seid. Wir sind noch genau 10 Tage in Warschau. Janusz, du hast irgendwie die Kamera komisch eingestellt bei dir. Wir wollen mal jetzt dich sehen hier. Ah, okay. Wir sind noch 10 Tage in Warschau. Das ist nicht mehr so lange, ne? Ja, 10 Tage ist jede Menge. Wir müssen ein bisschen mehr Abstand machen, Janusz, sonst hört man ja uns doppelt. Ich gehe weg. Ich will ja nichts verraten, aber morgen haben wir einen ganz speziellen Tag. Ach so, Manuel, morgen ist ja der Geburtstag von Janusz. Mhm. Und was habt ihr geplant? Weißt du, was wir geplant haben? Nein. Dieser Mann wird feiern, indem er mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt. Von Mall zu Mall. Und sein Wunsch ist, dass er bestimmen darf, wohin wir fahren, wann wir eine Kaffeepause machen und wo wir reingehen. Den ganzen Tag. Wunderschön. Und wie können wir teilnehmen an diesem Tag? Wirst du irgendwo darüber berichten danach? Ja, bestimmt. Nein. Das ist unser privater Tag, Manuel. Vielleicht aber im Easy Podcast? Wir werden dich auf jeden Fall anrufen. Ja, doch. Geh mal weg, Janusz. Du bist zu nah. Ja, das können wir natürlich machen. Ich kann dir im Easy German Podcast berichten, Manuel. Wie wäre das? Das finde ich gut. Das ist doch ein schöner Cliffhanger. Also morgen hat Janusz Geburtstag. Und wenn ihr hören wollt, wie Janusz seinen Geburtstag in Warschau verbracht hat, dann könnt ihr nächste Woche den Easy German Podcast hören. Den findet ihr auf easygerman.fm. Und Kari und Janusz, wir müssen schon langsam Schluss machen. Oh, es riecht hier total nach Pommes und jetzt kriege ich richtig Hunger. Ich glaube, das kommt von dieser Bude. Dann hol dir doch jetzt eine Pommes zum Feierabend. Oder von dieser Bude. Irgendwer hat gerade schon gefragt, ab wann man Feierabend macht in Warschau. Vielleicht ist jetzt die Zeit für den Feierabend. Ja, die Sonne geht unter. Wir gehen jetzt, was machen wir jetzt, Janusz? Gehen wir ein Bier trinken? Wahrscheinlich, wir müssen so langsam reinfahren.
Jakob, du musst weg. Ah, okay. Jakob empfiehlt euch noch die Aussichtsterrasse auf dem Kulturpalast. Vielleicht wäre das noch etwas für morgen. Das ist eine super Idee. Das ist auch auf meiner Bucketlist. Da oben, da gibt es eine Aussichtsplattform. Da müssen wir unbedingt hin, Janusz. Das ist doch eine Idee für deinen Geburtstag. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, weil wir wollen ja den ganzen Tag einkaufen. Den ganzen Tag einkaufen. Das ist Janusz Amerskis Wunsch für seinen Geburtstag. Ich komme nie etwas Vernünftiges für mich zu kaufen. Und ich brauche eine Jacke oder so ein Blouson. Weil ich muss ein Blouson? Was ist das denn? Ein Jackett. Ein Jackett. Ah, okay. Ja, ich muss ja in der deutschen Botschaft da ein bisschen respektvoll aussehen. Wir machen nächste Woche eine Podcast-Aufnahme in der deutschen Botschaft. Muss ich mir auch ein Blouson kaufen? Gibt es da einen Dresscode? Oder was ist der Plan? Wir repräsentieren unsere Firma dort. Okay. Manuel, ist unser Internet eigentlich schlecht? Nein, euer Internet ist ehrlich gesagt gut. Wir hatten ein paar technische Probleme in diesem Livestream, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war wunderschön, ein bisschen von Warschau zu sehen und euch beim Fahrradfahren zuschauen zu dürfen. Ja. Wenn ihr ein Mitglied werden wollt von Easy German, dann könnt ihr das tun auf easygerman.org/membership. Damit finanziert ihr solche wilden Abenteuer wie diese hier. Ihr finanziert die Lastenräder, die E-Fahrräder von Kari und Janusz. Die habe ich privat gekauft. Hast du privat gekauft? Ach so. Von meinem privaten Geld. Okay. Boah. Na. Und siehst du eigentlich, wie schön der Sonnenuntergang hier aussieht, Manuel? Ja, das kommt jetzt gerade nicht so rüber. Ah ja, jetzt so langsam. Hm. Ei. Okay, was sind eure letzten Worte? Würdet ihr Warschau empfehlen? Wie viele Sterne gebt ihr der Stadt Warschau? Von wie vielen? Von fünf. Von fünf. Fünf von fünf. Auf jeden Sehr Fall. Gut. Liebe Grüße an alle, die uns zuschauen aus Warschau und aus Polen und aus der ganzen Tschüss. Welt. Schön, dass ihr dabei wart und fahrt vorsichtig, ihr beiden. Ja. Machen wir. Bis bald. Ciao. Ciao.